Hallöchen, Popöchen, willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Mekko und wir spielen heute wieder das wunderschöne Spiel Story of Seasons Friends of Mineral Town. Und ja, Menü ging gerade nicht weg. Draußen ist Sturm. Draußen ist so ein Sturm, Digga. Der Wind ist heute zu stark, um hinauszugehen. Oh, fuck. What? Ja, null Dollar verdient. Oh Gott. Ich will, glaube ich, gar nicht wissen, wie es draußen aussieht, hä? Huh? Oh. Vielleicht will ich es doch wissen. So ein Arschloch, ne? So ein Arschloch. Gott. Ey, wir haben neues Holz. Dicker. Ja, jetzt müssen wir ein bisschen Gas geben, weil das alles zu machen wird hart, glaube ich. Hä, sind hier neue Baumstümpfe? Wo kommen die denn hergeflogen? Das macht keinen Sinn. Aber okay. Eigentlich wollte ich mir heute meine Küche kaufen. Freunde, wir haben Küchentag. Oha. Das sind Erdbeeren? Das sind Erdbeeren. Okay. Ja. Ah, wir haben schon ein Ei da drin. Hallo, nimm das jetzt. So. Da haben wir auf jeden Fall genug drin jetzt. So, und hier kommen jetzt die Sachen, wofür ich zu dumm war. Stimmt, das musste ich machen. Deswegen kam ich nicht voran. Weil ich die scheiß Axt leveln musste, damit ich die neue krieg. So war's doch. I remember. Wir müssen auf jeden Fall gleich einmal in die Quelle springen. Ich glaube, das war alles an Holz. Wir müssen ja noch alles ernten. Kurwa! Und noch Wässern auch noch, ne? Das wird heute eine lange Nacht. Das sag ich dir. Aber halb so wild. Wir gehen uns jetzt gleich endlich mal die Küche kaufen. Da warten wir schon die ganze Zeit drauf. Sehnsüchtig. Wir gehen jetzt dahin. Und dann gießen wir hier den ganzen Kram. Dann gehen wir eben in die Quelle, damit ich kein Fressen ausgeben muss. Bin ich nicht ein schöner Vogel? So, Bruder. Gib mir Kitchen. Die Renovierung. Ja, Mann. Dann fange ich gleich morgen früh an, daran zu arbeiten. Ich fange selbst mit der Erweiterung an. Lass dich von mir nicht stören. Oh, und alles, was ausgestellt ist, behindert mich nur. Also leg es dir beiseite. Hä? Okay. Wir haben ziemlich oft miteinander gespielt, als wir Kinder waren. Erinnerst du dich daran, Karen?
Ja, wir haben uns jede Menge Spiele ausgedacht. Dosen treten, verstecken und fangen. Wir haben wirklich alles gespielt. Ah ja, wir haben sogar eine Weile Ringen gespielt. Ich glaube nicht, dass ich jemals gewonnen habe. Du hast mich schon von klein auf Dreck fressen lassen. Hey, so ein Blödsinn. Als ob ich wie ein brutaler Muskelprotz durch die Stadt gestampft wäre. Ja, das bist du. Ich erinnere mich genau daran, wie du mich wie einen Sack Steckrüben herumgeschleudert hast, bis ich weinend nach Hause gerannt bin. Alles Lügen. Ich erinnere mich nicht an nichts. Von all dem. Nee, überhaupt nicht. Du erfindest das nur, um mich zu veräppeln, stimmt's? Es reicht, ich gehe. Arschloch. Warum bist du so verärgert? Karen? Karen, komm zurück! Karen, die Arme. Ja, so redet man nicht mit einer Frau. Ist ja nicht Brienne von Tart. Was ist denn los mit dir? Also. So. Ja, damit. Bing, 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 bing. Ja, wir haben heute noch richtig was zu tun. Aber wir müssen erstmal ein bisschen erfrischen. Schluck Wasser. Post. Denk dran, immer schön trinken und hydrated bleiben, meine Freunde, ne? Prost. Ah. Geh weg, Opa. Ich will deinen alten, schlaffen Loris hier nicht im Wasser sehen. Ja, ein bisschen halben Tag im Pool, damit du wieder hydrated bist, weißt du? So ein Schwachsinn. Nehme ich alles mit, weil ich kann. So, jetzt müssen wir die Pflanzen noch alle gießen. Oh Gott, wir haben schon 16 Uhr, Bruder. Das ist so wenig Zeit. Hallo, geh mal weg da. Ich hab übrigens hier einen Pickel, Alter. Genau unter der Nase. Oh, das tut so weh, ne? Bruder muss los. Oh, wir müssen auch noch alles pflücken. Ja, moin. Warum haben wir so viel Holz im Inventar? Hey, hol mein Zeug aus meiner Lieferkiste ab. Das ist auch noch so ein Ding. Boah, Alter, ich muss noch alles pflücken, Bruder. Ich muss noch alles pflücken. Oh, heftiger Shit. Heute war ein harter Tag. Meinst du, ich kann einfach mit der Sichel pflücken? Oder mache ich die Pflanzen damit kaputt? Das werden wir jetzt an einer Tomate testen. Dann ist es so. Wenn die weg ist, ist sie weg. Ja, hör mal nicht rum jetzt. Heul mal nicht rum! Wir testen es erstmal an einer Tomate. Die ist ganz weg. Das sollten wir nicht nochmal tun. Miese Brise. Das ist schlecht gelaufen. Hallo. Boah, ich glaube, ich mache so. Ich glaube, das ist am einfachsten. Schon Nacht jetzt, ne? Na, wie lange hast du gearbeitet? Ah, ich war bis 24 Uhr draußen, hab Tomaten gepflückt. Boah, Bruder. Stell dir mal vor, der Mais wird jetzt mit den Tomaten gleichzeitig fertig.
Und dann nochmal so ein stürmiger Tag. Dann bist du am Anus. Kein Platz mehr. Und fertig. So. So. Schnell schlafen. Oder was noch in die Truhe tun. Na, gucke mal. So, ich glaube, ich brauche das hier, um morgen meine Spitzhacke zu reparieren. Ich mache einen ganz kurzen Cut. So, da bin ich wieder. Wir gehen schlafen. Ja, naja, gut, wir haben ja jetzt nichts verdient. Ich denke, es ist Zeit für die Geburt. Jetzt schon? Können wir den schon wieder verkaufen? Ja, Papa, Platte! Papa Pi! Hä? Achso. Hey, alles läuft gut. Sie kennen hier meinen Boden, Junge. Komm, mein Schwein pfeift. So, Alter, wir haben bald so viel Kram. Wie kommt man nochmal... Stadtkarte? Der Schmied ist hier. Wann hat er auf? Öffnungszeiten 16, Donnerstag und Freitags geschlossen. Also können wir da heute hingehen. So, Melanie hat mir gerade geschrieben, ich hatte ihr vorgeschlagen, dass wir mal wieder Sushi machen, selber machen. Weil ich auf dem Hänzler Schnelle Nummer Kanal gesehen habe, wie die Sushi machen. Und jetzt habe ich irgendwie Bock auf Sushi. Und dann schreibt sie, machen wir dann, wenn die Kinder da sind. Habe ich gesagt, ja, mein großer Sohn, der Ben, mit dem ich auch manchmal spiele, der wird das wohl essen. Aber die Kleine, unsere Tochter und der Leo, die werden das nicht essen. Dann müssen wir ein paar Nudeln oder so machen. Dann schrieb sie, ja, dann Sonderwürstchen gibt es ja immer. So wie Melanie halt ist. Aber dann machen wir am nächsten Tag aber Erbsensuppe. Ja, Erbsensuppe mag auch kein Schwein, also. Ich mag schon, aber Kinder doch nicht. Welches Kind mag denn Erbsensuppe? Was ist das hier? Ist das Ananas? Das ist Ananas, ne? Och, Junge, du bist aber auch nur am Rumheulen, ne? Selten so eine Muschi gesehen wie dich. Ich höre das scheiß Pferd hier irgendwo, aber ich sehe es nicht. Pferdchen, wo bist du? Ich bin jetzt schon wieder vollkommen im Arsch. Warum? Hä? Wo bist du denn, du hohle Nuss? So, hier Papa Pill für dich. Einen ganzen Sack in deinen kleinen Körper. Das ist nicht Tierquälerei. Hau ab, du Affenkind. So. Jetzt müssen wir nur noch das Pferd finden. Das heute scheinbar keinen Bock hat. So, einmal zum Schmied und Papa Pill verkaufen. Kann ich heute für dich tun. Ich möchte was verbessern. Und zwar meine Axt. Hab doch schon die. Warum nicht? Warte mal, ich hab doch schon die hier, oder? Was ist das für eine?
Eisenaxt. Okay, das ist noch die Standardaxt. Ich kann jetzt also nicht die hier verbessern, weil mir jetzt Kupfer fehlt? Okay, krass. Ich muss Kupfer besorgen. Hier, nimm Papa Pill. Sollt Papa Pill nehmen. Huch. Na toll. Kann ich bei dir nicht Kupfer kaufen? Alter, mal ganz ehrlich. Scheinbar nicht. Schlecht gelaufen. So ist das Pferd. Ich muss dich noch striegeln. Komm her jetzt, du. Das muss ja irgendwo hier sein. Wo bist du denn, du hohles Vieh? Schön, wenn ich dich finde, steck ich dir die Angel in den Hintern. Mann, du! Plötze, ehrlich. Ich bin so erschöpft. Ich habe nur noch einen halben Balken. Alles, was wir finden, nehmen wir mit. Bringt alles Money. Heute ist der Stein weg. Hat schon einer weggekloppt. Okay. Ist schon echt anstrengend, ne? Also irgendwie passiert ja auch progressmäßig nicht viel. Ich meine, wir haben jetzt endlich mal unsere Küche. Also wenn wir eine Leiste voll haben für Fressen, dann gehen wir in die Mine und werden dort Ewigkeiten überleben. Oh, guck mal hier. Money gemacht. We made money. Stehen bleiben. Das Gießen auch so anstrengend ist, ne? Da verbessert man das, damit man weniger Zeit braucht. Man verbraucht immer noch genauso viel Herzen. Das ist so schade eigentlich. Oh Gott. Okay. Ich glaube, den Mais brauche ich jetzt für die Hühner, ne? Probieren es aus.
Ja, hör auf zu jammern, Junge. Wir haben keine Zeit. Jammern ist absolut not recommended. So. Danach schnell zu den Hühnern, dann können wir auch gucken, ob die... Mann, verpiss dich doch mit deinem Arsch! Geh weg! Du raubst mir Zeit, die ich nicht habe, Dicker. Alter, wie viel Mais einfach. Mais hier einfüllen, um bis zu 30%, 30 Säcke Futter zu malen. Säcke insgesamt. Ja. ...994 Säcke! What? Fällt ja nichts mehr zu ein. So, das letzte Huhn füttern. Und Mais wächst scheinbar mehrfach, ne? Habt ihr gesehen? Warum bimmel ich eigentlich nicht, dass die Hühner raus können? Machen wir jetzt. Läuft. Könnt rauskommen. Ihr seid doch schön alle befreit, Alter. Ich sperre hier keine Tiere ein. Brieb, brieb. Nix da, nix da. So. Dafür haben wir noch Platz und dann war es das schon. So, vielleicht wird ja morgen die Küche mal fertig, wa? Das wäre auch schön. Nimmst du den Honig noch mit, Dicker? Obwohl, ne, weißt du was? Vielleicht ist morgen meine Küche fertig. Probieren wir es aus. Scheinbar nicht. Oh Gott, Tomaten fertig. Heftig, oder?
Aber nur so kriegst du Knete zusammen, Freunde. Anders funktioniert es in dem Spiel nicht. Ist halt wirklich sehr monoton, ne? Also, wenn es auch ein bisschen schneller gehen würde, ne? Ich meine, dass er danach noch so 5 Minuten warten muss und so, das ist so. Könnte man da ein bisschen tweaken und dann wäre schön. Oh, auch dieses... Das nervt, Alter. Das nervt richtig. Das macht mich richtig fertig. Die ganze Zeit schon. So. Ich habe keinen Platz für sowas mit rumzuschleppen. Moin, Alter, wie viel hier rumliegt. Und ich muss die Tomaten noch ernten, ne? Das Pferd muss noch gestriegelt werden. Ach, Manno! Pissflieh. Pissvieh. Flieh. So, ein paar Tomaten behalte ich jetzt für mich. Alles, was 2 Sterne hat, ist meins. Wie gesagt, wir gucken mal, ob wir jetzt bald mal die Küche fertig kriegen, weil dann können wir nämlich die Sachen auch einlagern. Das sind schon mal 1500 einfach. Das ist so irre, ne? Wie viel Geld das immer mit sich bringt. Aber guck mal, jetzt haben wir schon wieder 9000. Wir müssen eigentlich nur mal ein bisschen Kupfer sammeln, dann könnten wir das nächste Werkzeug verbessern. Und ich würde sagen, bevor die nächste Jahreszeit oder nachdem die nächste Jahreszeit angefangen hat, würde ich sagen, gehen wir nichts auf dem Feld anbauen und nutzen erstmal die Ressourcen. Ach komm, nein! Ich muss erstmal Sachen wegtun. Kein Platz. Hau ab! Meh, meh. Ich
Wie lange braucht er denn, um meine Küche eigentlich fertig zu machen? Das ist doch auch eine absolute Frechheit, oder? So ein Schniepelpiepel, ey. Meine Taschen sind voll. Ich kann nichts mehr tragen, Junge. Guck, was du alles mit dir rumschleppst für ein Scheiß. Bing, bang, bing, bang, da, bing, bang. Ab naus. Ah, da kommt er schon. Ha, ich war noch schneller als du. Also, müsste jetzt auch mal fertig werden, oder? So, wir sind bei 31 Minuten. Leider ist die Küche immer noch nicht fertig. Aber ihr kennt das Ganze. Lasst ein bisschen Liebe da. Däumchen hoch, kommentieren, abonnieren. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge und hoffen, dass endlich mal was passiert. Bis dahin. Ciao, ciao.